Was geht, Leute? Willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 16. Ja, letztes Spiel sensationell 5 zu 0 gewonnen. Unser nächstes Spiel geht jetzt gegen den Hamburger SV. Ich weiß momentan noch gar nicht, wo die in der Tabelle stehen. Wollen wir doch erstmal kurz gucken. Achter. Aber immer noch weit weg von uns. Also sollten uns jetzt im Laufe der Saison eigentlich nicht gefährlich werden. Eigentlich weder im realen Leben noch jetzt bei FIFA. Ja, unsere engsten Konkurrenten, Borussia Mönchengladbach und Bayern München. Ich spiele heute mal in dem schönen Auswärtstrikot bzw. dritten Trikot. Ich werde ein wenig rotieren. Kriegt Kolasinac mal seine Chance. Pommes und Sané, Embolo und Sané bekommen ihre Chance von Anfang an. Und für Goretzka wird mal Höger spielen. Gucken, wenn ich noch als Auswechslung hätte. Er wird wahrscheinlich auf Alhan, Di Santo und Goretzka hinauslaufen. Beziehungsweise Anastasic könnte ich auch mal reinbringen. Hat ja auch mal seine Einsätze reinbekommt. Kann sich auch noch sehr, sehr gut entwickeln. Wer schnappt sich heute die drei Ja. Punkte? In 90 Minuten Ich hoffe, sind dass wir es mehr wieder und so damit ein herzlich willkommen, liebe Zuschauer. erfolgreiches Wir Spiel wie hatten gegen ein richtig Frankfurt gutes wird mit Spiel sehr für vielen die Toren und sehr Spieler. vielen Chancen. Heute darf gerne ein Und Torwart dass der mitspielen. Hunter heute Heute wieder darf richtig gerne ein zuschlägt. Torwart Hatte momentan einen sehr guten Lauf. Ja, 4 Tore in den letzten 3 Spielen. Ich habe es schon ein bisschen geahnt, dass der Spieler, also dass Hündela im Fokus stehen wird. Und auf ihn werden Sie bestimmt gesondert achten. Sollten Sie auch angesichts der vier Treffer Ja, Hamburg versucht direkt Druck zu machen. Ah, keine Chance gegen Fährmann. So, jetzt Meier. Ah, läuft sich fest, aber sehr schön aufgepasst von Höger. Jetzt Embolo vielleicht. Oh, kommt vorbei. Ah, bleibt hängen. Ah, wollte ich eigentlich zu Hündeler da durchstecken. So, gleich sehr viel Action hier im Spiel. So, wollen wir mal mehr Pressing spielen. Oh. Ah, schade. Eine sehr gute erste Chance von uns. Als Geist mit dem Eckball. Ah. Ah, das Geist ist zu langsam. Hamburg versucht es jedes Mal jetzt über den Flügel. Aber Mate passt auf. Ah, sehr schön gemacht. Ah, könnte vielleicht zu steil sein, aber bekommt ihn noch. Ah. Ja, hätte ich mir jetzt was anderes überlegen müssen. Jetzt vielleicht. Oh, Höger, schöner Fündeler. Ah. Gegen Hamburg macht er am liebsten seine Tore. Oh, und er wird das Stadion auf einmal ganz, ganz ruhig. Ja, und Höger zahlt das Vertrauen zurück. Er hat schon der 5. Saisontreffer für ihn in der Bundesliga. Bisher ging jeder Angriff eigentlich über die Flügel von Hamburg. Ja, jetzt Sané. Boah. Aber Höger kämpft. Ah. Oh, wow. Das war gerade schlechtes Timing von mir.
Und da bleibt ein Hamburger Spieler liegen. Aber die Hamburger spielen selber weiter. Ah, abseits. Ich finde es irgendwie schade, dass ich jetzt den Spieler hätte nicht zurückziehen können. Also ich wollte stehen bleiben, aber er ist einfach weitergerannt, zwanghaft. Ah, Hündeler ist ein echter Fighter momentan. Ah, da passt den Bolo auf. Ah, dann zu schwacher Pass. Ah, es muss einfach besser werden. Oh, wow, wow, es gibt Freistoß. Ach, wusste ich's doch. Ah, den verzieht aber Diaz ordentlich. Ist ja eigentlich ein sehr guter Freistoßschütze, wenn ich mal an das Relegationsspiel gegen Karlsruhe zurückdenke. Okay, im zweiten Versuch klappt es also. Embolo heute noch gar nicht so im Spiel drin. Oh. Ist aber ganz schlechtes Stellungsspiel gerade gewesen von unserer Abwehr. Aber Geist passt auf. Oh, sehr schöner Pass auf Embolo. Vielleicht jetzt mit der Chance. Ah, und wieder unglücklich. Ah, schöner Eckball. Ah, kommt aber nicht richtig zum Ball. Boah, Meier. Ganz elegant. Ball zu kurz. Und Kai Schara passt auf. Jetzt wieder über Embolo. Wow, 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 wow. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was besser gewesen wäre, einfach stehen zu bleiben und den Freistoß zu bekommen. Nee, 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 nee. Ach, war leider nicht so spektakulär wie das Frankfurt-Spiel. Nur 1-0 und nicht so viele Torschüsse. Ja, es muss halt definitiv besser werden jetzt in der zweiten Halbzeit. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Ah, aber doch noch ein Verteidiger, der aufgepasst hat. Ah, Geist, komm schon. Ah, sehr schön. Ganz sauber vom Ball geklärt. Ah, schade. Ah, es war auch nicht so gut gespielt. Wow. Nein! Wow. Im dritten Versuch dann doch drinne. Ah, und dann missglückt auch noch der Jubel. Ach Gott. Erst Kai Schara mit einem schönen Schuss. Dann hält der Torhüter nochmal. Und dann ist aber Adler am Ende doch geschlagen. Er war doch gehalten. Nikolai Müller. Ah, Höger. Jetzt gibt's einen Einwurf.
heute sehr, sehr engagiert im Spiel. Boah, Hüntela vielleicht jetzt. Oh nein. Ach. Hätte ich aufs kurze Eck gehen müssen. Ach, das ärgert mich jetzt richtig. Ach. Ich komme gerade irgendwie nicht mehr an den Ball dran. Ah, sehr schön gemacht von Martip. Ah, Meier halt schön mit vielen Hackentricks. Jetzt Sané. Ach, immer der letzte Verteidiger, der da im Weg steht. Oh, wow, 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 wow. Schlechte Ballannahme von Geis. Ah, Kaisara passt auf. Ach. Also gerade bettel ich vielleicht irgendwie so ein bisschen um den Anschlusstreffer. Wow. Oh, erstmal weg damit. Ja, wollen wir mal auswechseln, vielleicht weckt das ein paar Leute mehr wieder auf. Ja, wird die Sando reinkommen? Ayan kommt rein für Geis. Ja, und springen Goretzka für... Ach, Goretzka für Meier. So, rum. Dann bekommt die Sando auch noch ein paar Minuten. Ah, nicht mit Sané. Was? Gegen uns? Eieiei. So, wie ich mich manchmal so Szenen eigentlich täusche, was dann der Schiedsrichter da rumpfeift. Oh! Oh, sehr viel Glück. Ja, jetzt Höger. Er hat keine Anspielstation und war auch mal abseits. Ach, es läuft einfach nicht so wie bei dem Frankfurt-Spiel. Die Hamburger gehen auch viel aggressiver zu Werke. Jetzt Kolasinac vielleicht schon mit einer Idee. Ah, zu weit. Ah, da ist der Bolo nicht mehr schnell genug. Eieiei. Ah, Kaisara passt auf. Ach. Und so Pässe geht einfach heute nicht. Was? Ach. Ach. Breiten Pech und Pan auf beiden Seiten. Also einfachste Pässe gelingen jetzt einfach nicht mehr. Boah, aber Hamburg ist jetzt aber auch nicht allzu gut. Jetzt vielleicht nochmal. Ah. Nee. Wir gewinnen 2-0, aber ich bin arg unzufrieden mit mir selbst. Also hätte definitiv mehr draus ich hätte mehr draus machen müssen. Ja, schade, schade, würde ich sagen.
So, das nächste Spiel dürfte eigentlich schon wieder in der Europa League sein, wenn ich mich nicht irre. Ja. Wird es dann gegen, ja, gegen wen ist das überhaupt? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. SCR Altach, okay. Auch noch nicht so gehört. Ja, ich mache erstmal Schluss an dieser Stelle. Hoffe, dass zum nächsten Spiel meine Spieler wieder alle fit sind und ich mit der A11 spielen kann. Also mit der kompletten. Vielleicht ist dann auch wieder mehr Action drin. Ne? Vielleicht lasse ich auch die B11 spielen, weil es dann gegen Liga, gegen Köln weitergeht. Und ich glaube, die sind der stärkere Gegner. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr wieder auch das nächste Mal einschaltet. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis bald, euer MCO.